Oh mein Gott, das neueste Opening 57 von Detective Conan ist zeitgleich das Beste, welches jemals geschaffen wurde. Wieso, weshalb, warum, wie immer für euch in der Analyse nach dem Intro. Viel Spaß! Kommen wir mal, Leute, was geht ab? Ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einem weiteren Detective Conan Video hier auf diesem Kanal. Wir gehen direkt rein in Opening 57 von Detective Conan, das neueste ist. Race in Sight, gesungen von der Band Rance. Es ist auch meiner Meinung nach das kompletteste, also dementsprechend auch das beste Opening, weil es halt natürlich auch atmosphärisch und vom Soundtrack perfekt passt. Und wir haben New Level Shit, denn wir sehen hier schon am Anfang Conan, der gehighlightet wird, und wenn wir genau auf den Hintergrund bzw. die Umgebung achten, finden wir schon etwas seltsam. Und zwar ist das nicht derselbe Animationsstil. Und das Schöne ist, dass wir hier nämlich im Opening etwas haben. Und zwar die normalen Animationen, die wir aus Detective Conan kennen. Aber dann haben wir zeitweise Real-Life-Umgebungen, wo sich quasi die animierten Charaktere begeben. Ja, das ist so ein bisschen wie manchmal im Kinofilm am Ende, wenn dann quasi im Ending dann irgendwelche Real-Life-Orte gezeigt werden. Und manchmal sind die halt auch animiert. Aber das von der Umsetzung ist unglaublich krass. Link zum Original ist natürlich wie immer in der Beschreibung. Dann schaut er sich auf seinem Handy etwas an. Wir sehen einzelne Protagonisten, aber natürlich auch Jin. Jin, Mitglied der schwarzen Organisation, und es wird nämlich wild. Dieser Aufbau ist unglaublich nice, denn es ist kein Zufall, dass er sich hier Fotos bzw. kleine Videos von unter anderem Jin anguckt. Nein, denn er ist in der Stadt unterwegs. Er rennt hin und her und er sucht etwas, und wir sehen wieder die Real-Life-Umgebung. Er ist in Tokio und auf einmal sehen wir, wenn wir ganz, ganz genau hinschauen, für so 0,5 Sekunden in einem Frame, wie er jemanden verfolgt. In dem einen Bild wird das nicht ersichtlich, aber wenn wir ganz genau hinschauen, sehen wir, dass er genau Jin von hinten sieht. Wir sehen nämlich einen mysteriösen, schwarz gekleideten Mann mit einer blonden, langen Mähne, der um die Ecke geht, und Conan geht hinterher. Dann sieht er aber nicht Jin, sondern er sieht eine riesengroße Leuchtreklame, die Time is Money, ja, uns vermittelt. Das ist unglaublich nice, denn wir wissen, Time is Money ist ein Sprichwort. Ja, wir kennen das alle, Zeit ist Geld. Das gibt es wahrscheinlich in jeder einzelnen Sprache, aber in Detective Conan hat Time is Money natürlich eine besondere Bedeutung, denn das ist so quasi das Zitat von Rum, welches er immer benutzt. Time is Money, so, wir wissen, oh, Rum Entrance und sowas, er kommt rein. Wenn er Wrestler wäre, ja, alle Wrestler haben ihre krassen Openings wie John Cena, Batista, Undertaker, und bei Rum würde dann so kommen, Time is Money, dann flackert alles, so dunkler Nebel taucht auf und dann fährt Rum in seinem übelst krassen Auto einfach vor, ja. Und im nächsten Moment kommt dann Crack Me Up. Crack Me Up bedeutet so viel wie, du bringst mich zum Lachen, ja, bring mich zum Lachen. Das ist sehr, sehr lustig, und wir sehen, wie Conan diese Reklame quasi verfolgt, ja, sehr, sehr entschlossen guckt, und auf einmal wirkt er nicht mehr so entschlossen, denn er freut sich ein bisschen. Er sieht hier nämlich seine, ja, seine Mitstreiter, unter anderem natürlich angefangen mit dem FBI, in der Mitte Shuichi Akai, dann links Jody, links hinter Jody ist James Black, André Kamel und natürlich auch sein Alias, der geschaffen wurde, nämlich Subaru Okiya, um im Verborgenen gegen die Organisation zu ermitteln. Dann natürlich die Polizei und Freunde, ja, also Megure, dann haben wir Heiji Hattori, Kazuha, Agasa, ganz wichtig, Hiyori Kuroda, ein sehr, sehr guter und auch mächtiger Mitstreiter gegen die Organisation, auch in einer hohen Position, nicht nur bei der Polizei, sondern auch bei der Sicherheitspolizei, ist ja quasi auch ein Vorgesetzter von Amuro. Dann natürlich noch Masumi, Takagi und Sato, und zu guter Letzt natürlich so ein bisschen der familiärere Umkreis, ja, mit Kogoro, Ran, Sonoko und die Schnarchnasen schlechthin, die Detective Boys, Genta, Ayumi, Ai und natürlich Mitsuhiko. Dann wird natürlich noch so ein bisschen gehighlightet, denn es ist immer noch ein Opening und Ending, auch wenn es nicht nur um Ran geht, sondern um viele Aspekte, ja, sondern hier geht es wirklich um alles. Wir sehen, das werdet ihr auch gleich begreifen, nicht nur irgendwie Ran und bla bla, weil hier ist das passiert, sondern wir sehen eine extrem komplett gezielte Geschichte
vom Anfang Detective Conan bis zum Ende. Und das alles in einem Opening, das gab es meiner Meinung nach in dieser Gänze noch nie. Wird so ein bisschen gehighlightet, ja, Sonoko und Kogoro streiten sich hier so ein bisschen und Ran guckt einfach süß, ja. Dann sehen wir etwas Wunderbares und zwar Shuichi Akai, wie er ein bisschen ernst guckt, dann lächelt er und schmeißt so quasi das Handy von Conan in die Luft und dann gehen wir quasi in das Handy rein, werden reingezoomt und dann wird uns ein wunderbarer Clip abgespielt, der uns quasi so ein bisschen ins Storytelling reinbringt. Denn hier sehen wir ganz, ganz viele Elemente blitzschnell an uns vorbeirauschen. Eine Explosion. Wir sehen hier, glaube ich, Sato oder Yukiko oder Ran. Es ist sehr, sehr schwer zu erkennen. Dann sehen wir Rumi Wakasa, ja, quasi bei ihrer Vorstellung in der Klasse, ja, quasi ihr erster Auftritt. War ja ein bisschen suspekt. Dann sehen wir Mary am Strand, ja, das Treffen vor zig Jahren, wo Mary noch groß war, wo wir Shuichi gesehen haben, wo wir Chokichi gesehen haben, wo wir Masumi gesehen haben. Ja, das Aufeinandertreffen, wo sie sich das erste Mal so getroffen haben, mit natürlich Yukiko, Ran und Conan, wo die ebenfalls sehr, sehr klein waren. Dann natürlich Shuichi Akai, ja, als er quasi aufgetaucht ist, wo man dachte, hey, er wurde doch von Kyo am Rea Bergpass getötet. Denkst du so, Amuro hat ihn quasi wahrgenommen. Ja, er ist natürlich komplett erblasst, als er realisiert hat, dass seine Theorie mit Subaru Kia falsch war, obwohl sie eigentlich richtig war, was quasi ein riesen Masterplan war von Conan und natürlich auch von Yusaku und natürlich auch Yukiko, ja, die da wunderbare Arbeit geleistet haben, um quasi seinen Verdacht zu zerstreuen. So ist Subaru so ein bisschen wieder vom Radar gekommen und Shuichi Akai ist wieder am Leben, zumindest für einzelne Protagonisten der Organisation, wie zum Beispiel für Bourbon. Unglaublich geil, was hier erzählt wurde. Dann sehen wir natürlich noch Wermut. Wir sehen Numabuchi, ja, der ebenfalls ein Handlanger der Organisation war. Wir sehen natürlich Shinichi hier in der Vorgeschichte, also vor Beginn von Detective Conan, bevor er geschrumpft wurde, unter anderem auch im Episode 1 in diesem Aquarium, wo er mit dran war, wo es auch die Geschichte gab zum Handy, welches er ihr neu gekauft hat. Und natürlich dann noch die kleine Mary, die hier verjüngt bzw. geschrumpft wurde. Und danach kommen wieder so wunderbare Bilder, wie er das Handy hat, von Shuichi gestreichelt wird. Das ist so süß irgendwie. Wie? Es kommt für mich immer so rüber, wenn ich Conan und Shuichi, obwohl beide sehr, sehr emotionslos und kalt zumindest oft wirken, ja, sind sie so süß und dann sehen wir hier, wie Shuichi quasi Conan so tätschelt, seinen Kopf streichelt, er so ein bisschen so wegguckt, so, weil er so eigentlich verlegen ist und das ist so eine richtige Bromance, so, weißt du, was ich meine? Leute shippen so Aihaibra, ich shipp einfach die beste Bromance, ja, ist einfach Conan und Shuichi Akai, ist einfach geil und dann natürlich auch das am Strand, wo sie sich das erste Mal getroffen haben, wo er direkt gesagt hat, ja, ich bin ein riesen Sherlock Holmes Fan, ich bin Holmes Erscheinung so und du bist Watson so und da wurde ihm auch über den Kopf getätschelt, ja, das ist so unglaublich geil und geschichtsträchtig und natürlich auch nostalgisch, was wir hier einfach sehen, ja, dann ist dieses Video vorbei, dieser Clip und Conan geht weiter in der Stadt, ja, rennt, fährt dann quasi auch auf seinem Skateboard lang und man muss auch ganz klar sagen, bevor er aber das tut, sieht er etwas und wir wissen nicht, in dieser wieder Real-Life-Stadt fährt ein animiertes Auto vorbei und dieses Auto ist wahrscheinlich so der 0815-Wagen der schwarzen Organisation, nämlich ja, dieser schwarze Porsche. Wir sehen dann Jin, manchmal sehen wir aber auch Anokata drin sitzen, manchmal sehen wir auch rum drin sitzen. Manchmal ist es auch irgendwie so ein krasser Oldtimer oder so ein Rolls Royce oder sowas. Es ist einfach dieses schwarze geile Auto, wo wir einfach direkt wissen und er natürlich auch, okay, die schwarze Organisation ist in der Nähe und dann sehen wir nämlich im Rückspiegel Conan, das heißt jemand aus dem Auto guckt in den Rückspiegel und sieht Conan oder hierbei handelt es nicht um rum, nein, sondern natürlich um Jin. Ja, ist ja quasi auch sein Babyauto und Jin guckt und sieht Conan einfach im Rückspiegel, was so viel bedeutet kann, wird er herausfinden, dass es sich bei Conan in Wirklichkeit um Shinichi handelt und so weiter und so fort. Die ganzen Zusammenhänge, die ja natürlich nicht klar sind, obwohl die Organisation seit dem Klassentreffen weiß, dass es sich natürlich um Shinichi handelt. Also, dass Shinichi Shinichi ist und dass Shinichi noch lebt, aber sie konnten noch nicht diese Brücke spannen zu Conan Edogawa, im Manga zumindest noch nicht, ja. Und das Ganze ist sehr, sehr geil. Es geht Schlag auf Schlag und dann sehen wir auf einmal, wie alles wieder aufhört, ja, aber bevor es aufhört, kriegen wir nämlich hier nochmal einen Clip zu sehen, so wie wir am Anfang den Clip im Video gesehen haben vom Handy und zwar gehen wir quasi
in die Augen von Jin, ja, und dann können wir natürlich uns vorstellen, okay, was sieht Jin, und wir sehen einfach wieder eine Reihe von ganz, ganz schnellen Bildern, unter anderem, ja, sieht er hier einfach Connen in diversen Situationen, ja, wie er quasi durch die Stadt rennt. Er sieht auch Shuichi Akai, quasi die zwei Silver Bullets, ja. Und das ist doch unglaublich geil. Und was soll ich dazu einfach noch sagen, außer dass es verdammt geil und nice ist, ja. Also ihr seht schon, manchmal bleibt mir so ein bisschen die Spucke weg, weil ich das so gut gemacht finde, ja auch immer, wie gesagt, dass wir halt diese realen Umgebungen haben. Ja, Ran ist natürlich hier wieder ein bisschen traurig, Connen blickt zu Ran. Und dann haben wir auch ein wunderbares Bild, wo wir quasi Connen auf der rechten Seite haben, mit einem Real-Life-Bild, ja, wahrscheinlich vom Tokyo Tower, und Ran auf der linken Seite ist, und da sehen wir quasi auch etwas, ja, aber auch wieder in so einer Art Kinofilm-Ending, ja, das ist so geil von der Machart, das ist einfach nice, ja, und das gefällt mir extrem gut. Dann sehen wir natürlich nochmal Connen in einer wunderbaren Umgebung, wie er mit seinem solarbetriebenen Skateboard natürlich hinterher will. Er will natürlich Jin verfolgt ihn, und wir sehen hier krasse Landschaften in Tokio, wir sehen krasse Pfützen. Also wirklich, wenn ihr euch das Ganze mal anschaut, es ist so nice in diesem Real-Life-Ending-Kinofilm-Flair. Es ist einfach awesome. Ja, er verfolgt Jin weiter und er findet ihn auch letzten Endes, aber er findet nicht nur ihn, nein, sondern wir sehen den Porsche, ja, von Jin. Scheinwerfer an, und dann sehen wir natürlich die ganze Organisation. Wodka schaut auf den Porsche, die anderen schon weg. Korn, Chianti. Wir haben natürlich auch Jin, ja, der nicht im Auto sitzt, sondern das Auto ist nur geparkt. Jin schaut so ein bisschen nach hinten, wir sehen nur sein Auge. Vermotto, wir haben Kir und natürlich auch Amuro. Und dann sehen wir eine mysteriöse Person und dann fragen wir uns, wer ist das? Ist es Anokata? Ist es Rum? Und natürlich dreht sich diese Person um. Aber wir wissen es nicht, aber wir wissen es doch schon, ja. Gerade bei diesem Pelzkragen und so weiter und so fort. Es handelt sich hierbei nämlich um Rum, die Nummer 2 der schwarzen Organisation, alias Kanenori Wagita, der ihn hier ins Visier nimmt. Und das ist natürlich bewusst mit der schwarzen Silhouette, weil Connen ja per se noch nicht weiß, dass es sich bei Wagita um Rum handelt, ja? Er hat natürlich so Ahnungen, aber er weiß es halt noch nicht. Und das ist so der nächste große Schritt in Detective Conan, dass er halt herausfindet, wer die Nummer 2 der schwarzen Organisation ist, was so ein bisschen den Big Move, ja, das Einleiten des Endes von Detective Conan, wie es Jin meinte, ja, in die Wege leitet. So ist es einfach. Und dann krass geiles Endbild, ja. Connen gegen Rum. Und dann sehen wir noch diese riesen bösartige schwarze Silhouette, die wahrscheinlich dann auch wieder für Rum steht, aber wahrscheinlich nicht, sondern eher für Renya Karasuma durch diesen Kragen, den er ja immer hat. Bei Rum ist es immer in vielen Silhouetten, und wenn wir ihn sehen mit seinem komischen Pelz, Kragen, Mantel, wie auch immer, und bei Wagita ist es quasi einfach dieses gebundene Weiße, was es auch immer ist, sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. Also man muss sagen, in diesem Opening haben wir viel Endzeit-Content und einfach eine komplette Story, die uns erzählt wurde, gerade mit der Atmosphäre, mit der Animation, mit diesen Real-Life-Elementen. Und natürlich auch mit dem Soundtrack, meiner Meinung nach, das beste Opening, welches wir bis dato hatten. Also schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, ich würde mich wahnsinnig darüber freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Kaito Akai.